Dann hallo und Namaste zu einer kleinen Yoga-Runde wieder vom Hochschulsport der Hochschule Rhein-Main. Mein Name ist Stella und wir machen jetzt eine kleine Hatha-Yoga-Einheit, ein bisschen verkürzt, mit nur ausgewählten Stellungen. Genau. Damit du aber gut reinkommen kannst, machen wir am Anfang erstmal so eine kleine Auflockerungsübung, so ein bisschen meditative Richtung geht, um so gut reinkommen zu können. Dazu kannst du dich zum Beispiel kreuzbeinig hinsetzen. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, kannst dich auf ein Kissen setzen, also so, dass wirklich der hinterste Bereich des Hintern nur so ein bisschen angeschrägt wird, dass der Wirbelsäule aufgerichtet ist. Kannst die Beine voreinander legen oder übereinander kreuzen oder du kannst dich auch in den Fersensitz sitzen, da kannst du schauen, was für dich angenehmer ist. Dann kannst du hier bei dem Schneidersitz die Hände einfach auf die Knie geben, im Zweifelsfall bei dem Fersensitz ein bisschen daneben oder wenn du kannst dich auch auf den Stuhl setzen, so ein bisschen auf die Stuhl-Außenkanten oder wenn es Lehnen sind, so in die Richtung positioniert, ein bisschen auseinander geht, dass du Spielraum hast. Und dann kannst du hier einfach mal tief einatmen, Augen schließen und ausatmen. Dann einatme hier jetzt explizit in den Bauch. Bauchdecke hebt sich und aus. Bauchdecke senkt sich. Jetzt lässt du dich einmal so komplett einsinken, ausatmen. Machst den Rücken ganz rund. Hältst dich noch so ein bisschen mit den Händen fest. Und dann kommst du einatmend über die rechte Seite nach vorne gedreht. Über die rechte Schulter den Brustkorb nach vorne weiten. Einatmend. Kopf geht leicht in den Nacken. Und bei der Ausatmung gehst du über die linke Seite, linke Schulter, rollst dich wieder nach hinten ein, machst so ein kleines Paket, Kopf fällt einfach nach unten, Schultern hängen locker nach unten, entspannt. Und dann einatmend wieder nach vorne kommen, Brust nach vorne raus, Ellenbogen gehen so ein bisschen nach hinten und die Schultern ziehen nach hinten. Ausatmend über die linke Seite, Schultern fallen nach vorne, Richtung Hände. Einatmend über rechts, immer gern die Augen geschlossen halten, ganz genüsslich. Ausatmen, wieder einfallen lassen. Einatmen, nach vorne kommen. Und ausatmen, wieder nach hinten. Und das Ganze dann noch mal über die andere Seite. Über links einatmen, Brust raus, Kinn leicht nach hinten. Ausatmen, über rechts. Rund machen, alles ganz locker. Einatmen über links. Ausatmen über rechts. Letzte Runde. Einatmen links. Und ausatmen über rechts. So ganz kleines Paket machen. Und dann mit der nächsten Einatmung richtest du dich wieder langsam auf. Kannst jetzt mal die Schultern so nach hinten unten geben, erstmal so nach vorne und dann nach hinten rollen zum Beispiel. Kinn leicht zur Brust geben und Zweifelsfall hier nochmal vorstellen, dass du wie an einem Faden nach oben gezogen wirst. Und wenn du dann ganz aufgerichtet bist, kannst du hier für einen Moment verweilen. Eine kleine Zwischenmeditation. Kannst die Hände in einen Mudra geben, deiner Wahl. Zum Beispiel Chin Mudra, dass du den Daumen und den Zeigefinger berührst, die Handfläche dann einfach nach oben geöffnet auf die Beine legst. Restliche Finger sind locker gekrümmt. Und dann atme hier weiter ein und aus. Ein und aus. Komm nochmal ganz in deinem Körper an. Richte deine Aufmerksamkeit auf den Atem. Sei einfach der Beobachter deiner Sinne. Ohne Wertung, ohne große Gedanken. Einfach nur wahrnehmen im Hier und Jetzt. Atme ein, atme aus. Ein
aus. Ein und aus. Spüre für einen Moment in die Stille hinein. Dann komme langsam blinzelnd mit den Augen wieder zurück in den Raum. Den Körper langsam wieder zurück in den Raum. Kannst du kleine Bewegungen machen, ganz achtsam. Und dann dich langsam auf deiner Matte so ausrichten, dass du dann ins Liegen übergehen kannst. Kannst dich zum Beispiel an deinen Oberschenkel nach unten fallen lassen, einfach so ganz langsam abrollen, Beine ausstrecken, ablegen, Arme ablegen. Und jetzt beginnen wir mit dem Schulterstand. Da ist es sehr wichtig, dass das Gewicht auf die Schultern geht, also Richtung Nackenbereich auch, dass wir da die Schultern so ein bisschen zusammennehmen. Also du bringst die Schulterblätter unten ein bisschen zusammen, so dass sich der Brustkorb öffnet, die Schultern so ein bisschen seitlich versinken. Gibst dann die Beine zusammen, Handflächen zeigen nach unten und mit ein bisschen Schwung. Bringst dann die Beine nach oben, setzt die Hände hinten am Gesäß an, also beziehungsweise am unteren Rücken. Und dann kannst du die Beine nach oben aufstrecken. Wichtig ist, dass du hier den Kopf nicht drehst, damit der Nacken nicht zu sehr beansprucht wird. Dann hier weiter atmen. Tief in den Bauch, ganz entspannt. Wenn du ein bisschen mehr Erfahrung hast, kannst du auch hier nochmal die Knie ein bisschen zur Brust bringen und deine Schultern etwas ausrichten, die Arme ein bisschen enger zusammengeben. Schau, dass das Gewicht nicht so weit nach hinten sinkt, weder Richtung Kopf noch Richtung Beine oder auch Gesäß, dass du nicht zu viel Gewicht auf den Händen hast. Wichtig ist auch hier, die Finger zu schließen, dass nicht die Daumengelenke so beansprucht werden auf Dauer. Weiter atmen. Kannst du hier mit der nächsten Ausatmung mal die Beine so ein bisschen nach unten geben. Kannst vielleicht auch hier mal mit den Beinen so ein bisschen abwechselnd. Schau, was für dich passt. Und dann verlagerst du das Gewicht mehr Richtung Kopf und kannst dann die Füße aufsetzen. Und die Beine durchstrecken. Weiter atmen. Und dann langsam wieder Hände auf dem Boden, gut abgelegt, Wirbel für Wirbel zurückrollen, die Beine wieder ablegen. Dann kannst du kurz in der Rückenlage die Arme ausbreiten, ein bisschen zwischenentspannen. Vielleicht den Kopf nochmal zur einen und zur anderen Seite drehen. Diese Haltung kurz nachspüren. Es war eine Kombination aus Schulterstand und Pflug. Wenn du mit den Füßen nicht ganz bis zum Boden gekommen bist, ist das auch nicht schlimm. Schau einfach, wie weit du heute kommst. Und dann atme hier nochmal im Liegen tief durch. Lass so ein bisschen auf dich wirken. Und dann mit der nächsten Einatmung
Schaust du hier, dass du wieder deine Füße ungefähr geschlossen hältst. Gibst dann die Fersen vors Gesäß, stellst die Füße auf. Gibst dann das Gesäß ein bisschen hoch, nimmst die Arme unter dem Körper zusammen. Möglichst eng, so eng es nur geht, dass sich die Schulterblätter berühren möglichst. Dann senkst du vorsichtig das Gesäß wieder ab. Hände sind aufgefächert, überlappen sich nicht. Dann legst du die Beine wieder ab und einatmend kommst du nach oben. Gewicht geht auf die Ellenbogen, Blick geht zu den Füßen und ausatmend senkst du den Kopf nach hinten ab. Und kommst dann mit dem Scheitel auf den Boden. Hauptgewicht bleibt aber auf den Armen, ist ganz wichtig. Merkst du hier so eine Kehlöffnung. Und kannst dann hier mal so explizit in den Brustkorb hineinatmen. In Fisch, die Fischposition. Für einen Moment halten, weiter atmen. Und dann mit der nächsten Einatmung bringst du den Blick wieder zu den Füßen, legst dich langsam ab, löst die Hände und kannst dann auch hier nochmal für einen Moment nachspüren, wenn deine Hände oder deine Unterarme so ein bisschen kribbeln. Ist das nicht schlimm, die sind diese Belastung auf diesen Punkten nicht gewöhnt. Du solltest natürlich schauen, dass du die Übung nicht so lange machst, dass du, wenn du es nicht gewohnt bist, dass das Kribbeln sehr unangenehm wird, sondern nur so lange, dass es für dich noch angenehm ist. Wichtig ist, dass du immer so auf deinen Körper hörst. Dann mit der nächsten Einatmung kannst du hier wieder die Beine zu deiner Brust nehmen, nochmal so ein kleines Paket machen, den Kopf auch so ran, ganz klein machen. Vielleicht so ein bisschen hin und her rollen. Und dann deinen Oberschenkel greifen und hier wieder zum Sitzen kommen. Kannst du die Beine ausgestreckt in den Langsitz ablegen. Füße sind zu dir geflext, Zehen zeigen zu dir. Sitzbeinhöcker sind wieder parallel ausgerichtet. Und kannst auch hier nochmal die Schultern nach hinten geben. Kannst zum Beispiel dir vorstellen, wenn du die Hände so neben dem Gesäß aufsetzt, dass du dich versuchst, auf der Matte so nach vorne zu schieben. Dass die Schultern so nach hinten gehen und ganz aufgerichtet bist. Geh nochmal ein bisschen zur Brust, dass du nicht so an die Decke schaust, sondern nach vorne. Einatmen, die Arme heben. Und dann ganz wichtig, aus der Hüfte heraus, ausatmen, nach vorne senken lassen. Am besten lässt du erstmal den Rücken ganz gerade, senkst nur die Arme ab. Und wenn du dann hier gut angekommen bist, kannst du auch den Oberkörper ein bisschen sinken lassen. Aber wichtig ist, dass die Kippung wirklich aus der Hüfte heraus entsteht. Und dann kannst du deine Arme irgendwo absinken lassen. Und den Oberkörper auch so ein bisschen einfallen lassen. Dass es einfach so ganz entspannt in die Vorwärtsbeuge übergeht. Hier weiter atmen. Und dann kannst du hier einmal mit der Einatmung so ein bisschen dich aufrichten. Und ausatmend dich so ein bisschen weiter reinsinken lassen. Wenn du an deine Zehen kommst, kannst du natürlich die auch gerne greifen. Aber das ist kein Muss. An sich ist es eine komplett passive Haltung. Das heißt, kannst einfach nur abwarten, bis du Stück für Stück hineinsinkst. Atme hier weiter tief und entspannt. Einatmend aufrichten, ganz leicht, und ausatmend noch ein kleines Stück hineinsinken. Wenn du ambitionierter bist oder mehr Erfahrung damit hast, kannst du auch die Beine ein bisschen anwinkeln, dann dich so nochmal tief sinken lassen und dann die Beine einfach wieder ablegen. Da schau aber, dass das wirklich für dich von der Spannung her im Rücken passt, dass es nicht
zu viel ist. Immer achtsam mit sich sein. Dann sinkst du einfach so ein bisschen hinein. Und mit der nächsten Einatmung gibst du die Arme wieder weit nach vorne in einem großen Bogen nach hinten, setzt sie hinter dem Gesäß auf, bringst dann das Gesäß nach oben, Zehen gehen nach unten. Dann kannst du den Kopf entweder weiter zu den Zehen ausgerichtet halten oder nach hinten ablegen. Schiefe Ebene, kurze Gegenhaltung. Einatmen, ausatmen. Und mit der nächsten Ausatmung langsam wieder absenken. Hände lösen. Kannst jetzt mal die Beine so zusammengeben, die Fußinnenkanten zueinander. Ich richte mich dann noch mal ein bisschen um. Gibst die Füße zusammen. Die Beine fallen einfach locker nach außen, soweit du kommst. Und dann nimmst du mit den Zeige- und Mittelfinger und dem Daumen die Großzehen, bringst die Schultern nach hinten, Nacken ganz lang. Und dann kannst du die Beine vielleicht noch ein bisschen mehr, Füße ein bisschen mehr zu dir positionieren und dann so ein bisschen mit den Flügelchen des Schmetterlings flattern. Nochmal tief atmen. Ganz entspannt, einfach alles loslassen. Und dann langsam mit den Beinen auch zur Ruhe kommen. Weiter atmen. Einen Moment in diese Position hineinspüren, deinen Körper hineinspüren. Und dann mit der nächsten Ausatmung kannst du die Hände auch wieder lösen, die Beine wieder ausstrecken. Kannst du noch mal so ein bisschen ausschütteln. Und dann können wir schon wieder zu einer kleinen Entspannungsphase übergehen, in der du dich dann wieder auf dem Rücken einfach ablegen kannst. Mach jetzt noch mal eine kleine progressive Muskelentspannung, um die ganzen Muskeln besser entspannen zu können. Dazu hebst du zunächst dein rechtes Bein ein paar Zentimeter vom Boden, flexst den Fuß zu dir, Zehen zu dir. Anspannen, anspannen, anspannen und lösen. Dann das linke Bein ein paar Zentimeter vom Boden heben, Fuß flexen, anspannen, anspannen, anspannen und lösen. Dann den rechten Arm ein paar Zentimeter vom Boden heben, Hand zur Faustbahn, Schulter zum Ohr ziehen, anspannen, anspannen, anspannen und loslassen. Dann den linken Arm ein paar Zentimeter vom Boden heben, Hand zur Faustbahn, Schulter zum Ohr ziehen, anspannen, anspannen, anspannen und loslassen. Dann kannst du den Kopf so ein bisschen heben, Zitronengesicht machen, alles zur Nasenspitze ziehen, anspannen, anspannen, anspannen und loslassen. Und dann spann nochmal den ganzen Oberkörper an, Beine, Arme, Kopf heben sich vom Boden ab. Machst du ein Zitronengesicht, Bauch, Beine, Po, alles anspannen, anspannen und loslassen. Und dann kannst du dich in deiner Liegeposition nochmal so einrichten, dass du die nächsten Minuten regungslos da liegen kannst. Füße sind etwa Hüft- oder Matten weit auseinander, fallen locker nach außen. Die Arme sind von den Achseln so weit weg, dass diese gut Luft bekommen. Handflächen zeigen nach oben, Schultern liegen entspannt, Nacken ist lang. Zweifelsfall kannst du das Kinn noch mal ein bisschen zur Brust führen. Und dann atme hier in den Bauch tief ein. Bauchdecke hebt sich und aus. Bauchdecke senkt sich. Du bleibst jetzt weiter auf deiner Matte liegen. Ich positioniere mich kurz um.
Dann atme weiter tief in deinen Bauch ein und aus. Komm nochmal ganz bei dir an. Auf deiner Matte, in deinem Körper. Kannst einmal so in deine Fersen, die Auflagepunkte deines Körpers mit der Matte hineinspüren. Dann in die Waden, Oberschenkel, Gesäß, unterer Rücken, oberer Rücken, Schultern und Nackenpartie, Oberarme, Unterarme, Handrücken und Hinterkopf. Atme einmal in all diese Stellen hinein, einatmend und ausatmend, verlässt an all diesen Punkten den Körper Anspannung und sinkt tief an die Matte an all diesen Punkten. Einatmen und ausatmen. Nun richte deine Aufmerksamkeit auf einen Ort, der für dich Frieden und Ruhe bedeutet. Kannst dir beispielsweise vorstellen, dass du an einem Strand entlang gehst, die Wellen siehst, wie sie auf und nieder schwappen, dieses sanfte, friedliche Geräusch der Wellen hörst, die Sonne auf deiner Haut spürst, ihre warme, weiche Wärme, die dich erfüllt. Und gehst ein paar Schritte durch den Sand, spürst den Sand zwischen deinen Zehen, Sand, der so ein bisschen warm oben ist und wenn du tiefer hineindrückst, so ein bisschen kühl vom Meer. Ein angenehmer Temperaturwechsel, der mit jedem Schritt wieder aufs Neue geschieht. Dieser weiche, seidige Sand, der deine Füße umspielt. Und dann spürst du noch, wie eine leichte, warme, angenehme Brise an deine Haut vorbeistreicht, über deine Arme, deine Wange, über deine Haare und sie so ein bisschen mitschwingen lässt. Stell dir diesen Ort ganz detailliert vor. Begib dich dorthin, sammle Kraft und Ruhe in dir. Ein Moment der Stille. Dann komme langsam wieder in den Raum zurück. Beginne deine Fingerspitzen, deine Zehenspitzen zu bewegen. Diese Bewegung langsam auszuweiten auf deine Beine, deine Arme, dich vielleicht ein bisschen zu dehnen, zu strecken. Und dann langsam über die Seite oder über vorne wieder zum Sitzen zu kommen. Ich bedanke mich dann für die Stunde. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass du da warst, zugesehen hast. Ich wünsche dir eine schöne Woche, eine entspannte Zeit. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem anderen Video.